Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Creativerse. Geil. So, mir musste natürlich eben, als ich mich wieder hingesessen habe, so, natürlich erstmal eine Rolle vom Drehstuhl abbrechen. Ja, es ist natürlich jetzt super toll. Aber mal schauen. Vielleicht kann ich das reparieren. Und sonst werde ich einfach mal fragen, ob man den umtauschen kann. Oder neue Rollen kaufen wäre eigentlich auch sinnvoll. Kann man ja mal gucken. So, auf jeden Fall schließe ich erstmal die Tür, damit hier niemand ins Bad reinkommen kann. Von links. Von rechts geht es ja immer noch. So. Und dann haben wir das schon mal erledigt. Wird hier vielleicht sogar noch oder auch nicht. Okay, wir machen das wieder rückgängig. Ich hasse das, ey, komm. Geh da wieder hin. Schön. Ich finde blöd, dass die Tür nicht bis hier vorne. Nee, ich möchte die Tür einfach hier vorne hinsetzen. Und dass sie dann so aufgeht, dass die hier den Block einfach sich anlehnen, so. Aber das ist wahrscheinlich wieder zu hoch gegriffen, dass das Spiel das tun könnte. So, Fernsehschrankwand. Da habe ich schon geile Ideen. Aber ich muss erstmal gucken. Glaube, ich muss mal in die Hauptbasis. Weil hier habe ich, glaube ich, nicht mehr das, was ich brauche. Das ist Tag. Okay. Ich gehe erstmal schlafen und dann gehe ich in die Hauptbasis. So. Perfekt. So, sind wir gleich ungestörter. Können zur Hauptbasis zurück. Mensch, mittlerweile sind wir sogar schon bei Part 51 angekommen. Ey, das ist schon heftig, finde ich. So langsam nimmt das ja auch hier auch Gestalt an. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich hier so Lust habe, so extrem zu spielen. Ich dachte immer, so ein paar Parts aufnehmen, dann ist gut. Aber nee, also man sitzt dann wirklich, wie jetzt zum Beispiel. Ich wollte, oh, eigentlich nicht viel aufnehmen, aber ja. Oh. Yo. Number. Oh. Arcsign. Used to this. Oh. Geil. Fan. Ja, ich kann ja mal gucken hier, ne? Holiday Giftbox. Nein. Nee. Ja, wenn man natürlich sich immer die Sachen holt und sich das eigentlich gar nicht anguckt. Haben wir ja alles, ne? Guck mal, dann packen wir das wieder zurück. Oh. Wir haben hier sogar ein Mittelalterschwert. Hidden Temple. Wildwood. Oh, hier bei Termaline. Trim. Glyphwall. Torch. Torch ist auch gut, ne? Oh Mann.
ja, die Galaktik-Sachen. Eigentlich wollte ich ja was anderes machen, aber jetzt... Terminal. Was haben wir hier schönes? Industrial Missing. Ach, hier haben wir auch sogar locker. Smokestash. Chimney. Auch so Number-Pad-Dings. Pumpkin... Was? Pumpkin US King Treasure. Oh Gott. Ja, das... Wenn man die ganzen Dinger hier hat, ne? Steine. Hier sind die ganzen Terminals. Hier haben wir diese Obsidian-Krams. Hier haben wir noch mehr Eisen und so. Holz. Nee. Ab. Nicht. Yellow Carpet. Nee, 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 nee. Hä, wo ist das denn? Ich muss noch mal hochgehen. Hier. Hier habe ich meinen Asphalt hingestellt. Ich erinnere mich in diese komische Küche hier. So, hier müssen wir uns auf jeden Fall auch noch was einfallen lassen. Aber wir sind hier ja im Moment nicht hier. So, ich gehe auf jeden Fall jetzt mal zurück. Und gönn mir mal einen Schluck zu trinken. Ah, geil. Wir keine Werbung machen oder so, aber Monster Energy. Ach, kein Mist hier. Oh, 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 oh. Oh, ist die geil, die LED. Oh. Okay, okay. Erstmal El Asphalt platzieren. Ich habe die Idee. Wir machen so einen richtigen Widescreen hier. Huch. So, dann haben wir das nämlich schon mal. Warte mal, die LEDs, sind die sehr hell? Die geben aber kein Licht, oder? Ups. Ich wollte auf jeden Fall den Asphalt hier platzieren. Da haben wir schon wieder Sachen, die wir erkunden können. Ich muss da kurz draufklicken. Mob-Spawner. Ach ja, das Arxheim-Dings. Wo habe ich es denn? Input. Aha. Was auch immer, ey. Okay. Ja. Jetzt kommt's. Können wir nämlich zwei LEDs einbauen. Ambilight. Wobei wir das dann hier machen müssten. Moment.
guck mal, wie das aussieht. Wir jetzt hier noch Glas platzieren. Thermalite-Glas. Ich will es nur mal ausprobieren. Oh, das Glas leuchtet. Ich wusste es. Das ist geil. Oh. Ach nee, doch nicht, oder? Schade. Oh je, oh je. Jetzt verdeckt das ja. Das ist ja blöd. Warte mal. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall noch was platzieren. Sonst sieht das nämlich doof aus. Da, Limestone Wall. So. Dann platzieren wir hier auch mal Limestone. Das hole ich da jetzt mal raus. Wir müssen, glaube ich, hier mal die Decke erhöhen. Reicht ja, wenn wir das nur hier so machen. Dann schauen wir mal, wie das mit dem Ambilight funktioniert, was ich vorhabe. So, da platzieren wir nochmal kurz Erde. Das ist schon geil, das muss man sagen. So, Moment. Jetzt kommt das Asphalt zurück. Und jetzt brauche ich Glas. Aber wir haben hier keinen Sand, ne? Ah. Loading Screens eignen sich immer, um einfach mal ein Stück zu trinken. Vom geilen Monster. Hui. So, ich glaube, wir haben sogar Glas irgendwie noch hier. Warte, ich glaube, hier hinten habe ich das reingetan. Wir haben noch mehr Asphalt zur Not. Old Data Chip. Oh, huch. So. Überleg gerade. Number Comparison Gate. Inverter Gate. Ich würde gern mal irgendwie was damit ausprobieren, aber ich muss erstmal googeln, was man damit überhaupt machen kann. Warte, bin ich jetzt nicht zur Strandbasis? Ich weiß es nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ups. Ich bin einfach hier reingelaufen, aber ich glaube, das ist schon die richtige. Ja, wenn nicht, mein Gott. Ist ja nicht so, als ob wir jetzt mit diesem Part aufhören müssen oder so. Nein, ist alles gut. Alles richtig. Wow, das Glas sieht man so gar nicht. Die sieht auch irgendwie blöd aus. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt unseren dicken Ambilight-Fernseher. Und hier brauchen wir noch eine schicke Couch. So. Wenn wir schon mal hier sind.
ist die Frage. Peakstone Shares. Warum gibt es hier denn kein Sofa? Also dieses Spiel, es geht ja mal gar nicht. Galactic Lamp. Golden Wall. Wir können uns das sogar ganz easy und einfach selbst herstellen. Schon geile Sachen, muss man sagen. Wir gehen hier mal besser weg. Ja. Muss mal gucken. Na, warte mal, das ist eine Bedrock Wall. Aber ich nehme die auch mal mit. Limestone Slab. Was? Das ist alles kompliziert hier. So, ich habe ja hier noch ganz viel reingetan. Aber Bedrock ist da, glaube ich, nicht mit bei, ne? So wie das aussieht. Wir machen die Tür mal zu. Ach hier, Bedrock Slab. Dann gönnen wir uns mal. Gunpowder. Crystal Shards. Warum nicht? Stellen wir das auch mal her. Wir haben jetzt festgestellt, wir können hier alles Mögliche herstellen. Und dann schalten wir damit mal eventuell weitere Sachen frei. So, deswegen machen wir das mal. Dass man hier plötzlich alles kriegt, finde ich immer ganz spannend. So, erstmal was trinken. Ah. Collect all. Na komm. Dankeschön. Wie weit bist du? Zumindest so weit, dass ich hier schon ein paar mitnehmen kann. So, 8 müssten aber reichen, denke ich mal. Bedrock Stairs. Die Limestone Wall. Bedrock Slab. Nee, lass mal die LED an. Das war schon geplant. Oh Gott, ey, diese Steuerung manchmal. Manchmal ist das ja kein Problem. Aber öfters schon. Guckt euch dieses Premium-Fancy-Sofa an. Geil, oder? Übertrieben. Jetzt gucken wir hier noch mal. Stone Slab. So einen schönen Couchtisch. Dieses Schwert Galaktik Dings, das passt hier überhaupt nicht hin, aber egal. Schon mal geil, ne? Also mich jetzt nicht beschweren. Ich glaube, das ist zu heftig. Ich brauche noch mal mehr Slabs. Oh, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Steht ja zum Glück nichts im Weg oder so. Bedrock Wall. Sehr schön.
ich nämlich auch mal probieren, so das Bett zu bauen. Nee, warte mal. Idee. Sind jetzt die Stairs da? Nein, nein, nein. Oh, dann können wir hier wirklich LEDs hinmachen. Ja, ich liebe LEDs, Leute. Ich liebe LEDs. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. Dann machen wir das mal so. Und dann ist der Part ja auch schon vorbei, irgendwie. Es geht immer so schnell. Ich möchte aber ganz kurz noch mal gucken. Lagerfläche, ne? Und hier könnte man auch noch schön irgendwas hinstellen. Die Frage ist halt auch einfach nur, was? Vielleicht so ein... Nein. Auch so Ablagefläche einfach, ne? Wäre jetzt halt meine Idee. Das ist jetzt die Bedrock World schon wieder. Ich überziehe jetzt hier diese 2 Minuten. Dann haben wir nämlich erstmal so ein schickes, fettes Bett gebaut. So. Ja, sieht schon wieder zu heftig aus. Schöne Liegefläche. Naja. Gut, dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Ja, und damit dann ciao und bis zum nächsten Part.